Ja, guten Morgen, YouTube. Gestern habt ihr gesehen, sind einige Videos vom M2 und M2 Competition online gegangen. Und da wollte ich einfach nochmal kurz die Chance nutzen, nochmal auf die beiden Autos einzugehen, nochmal auf die Thematik einzugehen. Thema Unterschiede, die haben wir ja geklärt, was optisch anders ist. Und dann ist halt eben die Frage, kaufe ich jetzt ein M2 Competition? Oder kaufe ich einen M2 LCI für Betrag X, gebraucht mit wenig Kilometer, noch Jahreswagen, ist aktuell ja noch verfügbar. Anfang 18 gibt es genügend Modelle im Netz. Da ist jetzt halt die Frage, was kaufe ich? Und jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich nochmal ein kleines Video dazu, weil ich glaube, da sind wir gestern jetzt nicht so drauf eingegangen. Was ist überhaupt der Unterschied, beziehungsweise was macht wer wie? Also ich finde zum Beispiel, dass der M2 vom Fahrdynamischen und von dem, wie er zur Werke geht, aggressiver bzw. biestiger sich fährt wie der M2 Competition. Das haben aber auch schon andere bemängelt. Es wird natürlich jetzt auch die geben, die sagen, nein, ist nicht so. M2 Competition ist biestiger, fühlt sich biestiger an. Von den Leistungswerten her definitiv, aber von dem, wie die ganzen Regelsysteme, wie die ganzen Pfeifen etc. abgestimmt sind, bin ich der Meinung oder sage ich mein Gefühl, dass sich der M2 am Grenzbereich oder an dem Limit, wo man die Autos bewegen kann, natürlich immer in dem Maße, wie man natürlich auch fahren kann, das ist auch ganz klar. Es gibt Leute, die fahren das Auto 5-mal weiter am Grenzbereich wie ich oder wie ihr zum Beispiel. Aber ich sage, der M2 ist vom Gefühlten her, wie er sich fährt, wie aggressiv er ist, gefühlt das aggressivere Auto, obwohl wir 40 PS und knapp 100 Newtonmeter weniger an Drehmoment haben. Ja, das ist so mal das Thema, wo ich einfach gerne mal offenlegen wollte, was meine persönliche Meinung ist. Gerne dürft ihr natürlich eure Kommentare oder unter die Kommentare oder unter das Video schreiben, wie ihr das seht, wie ihr den Unterschied fühlt, gespürt habt. Es gibt ja viele von euch, die den M2 wahrscheinlich verkauft haben, den M2 Competition bestellt haben. Schreibt doch einfach mal drunter, was ihr sagt, welches Auto ihr von diesen beiden am aggressivsten findet, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich bin auch schon viele BMWs gefahren, ich bin auch schon viele M's gefahren, ich bin schon BMW M5 F10 gefahren, V10, in dem Fall E60. Ich bin schon F10 M5 gefahren, der mit 560 PS. Ich bin schon M3 gefahren, F80, E92, E90 M3. Und ich muss sagen, gut, momentan ist auch die Witterung ein bisschen schwierig. Ich muss sagen, vom Gefühlten her ist der F87 M2 und der E90 M3 sind die zwei Autos, die im grenzwertigen Bereich sich am aggressivsten oder am unberechenbarsten verhalten, sage ich mal ganz vorsichtig. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das haben sie ja beim M2 Competition vom Feeling her ein bisschen weggenommen. Es ist einfach ein Auto, wo es ist hart, es ist schnell, aber es geht eher in die Richtung, ich will jetzt nicht sagen idiotensicheres Auto fahren, aber einfach, er ist braver wie der M2. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil man kennt es ja von BMW, weil einfach, bam, Hecklast, ich bin da. Ist einfach so. Natürlich ist der M2 Competition auch hecklastig und am Limit grenzwertig zu fahren, beziehungsweise auch aggressiv, sage ich mal ganz vorsichtig. Und die M's sind eh generell, wenn ich jetzt mal so ein M mit einem AMG vergleiche oder mit einem RS, das ist auch meine persönliche Meinung von diesen Gruppierungen oder OPC wegen mir, ist dieses Auto im Grenzbereich das gefährlichste oder halt das Auto, wo man am meisten aufpassen muss. Wenn ich jetzt mal ein C63 W204 nehme, da kann man in meinen Augen nicht viel falsch machen. Ja, das fährt man halt, wenn man da ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Faxen macht, dann funktioniert das, dann fährt es, das ist kalkulierbar, das kann man fahren. Aber die M-Geschichte, das ist, ja, hat einfach der Buchstabe. Das ist wirklich so. Gutes Beispiel, ein guter Freund von mir, M6 V10, bei 160 Quersteher. Das sind alles so Sachen, die Autos, je nachdem wo du bist, auch gerade mit dem SMG oder mit dem DKG, wenn du in gewissen Schaltsituationen
schalten tust oder hier beim M2 Handschalter. Es ist einfach so, wenn du unten in den unteren Gängen schältst, es ist einfach brutal. Und es ist auch definitiv so, dass es nicht immer berechenbar ist. Und das ist das, was in meinen Augen das Auto ausmacht oder was einen dazu zwingt oder halt dazu hinführt, wieder sowas zu kaufen. Weil es halt einfach nicht jedes Auto macht in dieser Region, sage ich mal ganz vorsichtig, sondern da gibt es die, wo relativ brav sich verhalten, obwohl sie Leistung haben, obwohl sie natürlich auch Spaß machen. Aber dieses grenzwertige zu wissen, was ich da fahre und was da hinten passiert, das ist beim M2, finde ich, ganz, ganz arg. Also wir hatten es auf dem Rückweg, wo wir vom Kollegen den M2 geholt haben, aus einer Baustelle raus, es war ein bisschen nass, es war kalt, dritter Gang, ein bisschen lasch, sofort, und die Regelsysteme waren alle an und trotzdem geht das Auto und stellt sich quer. Und das finde ich halt im Vergleich zum M2 Competition, finde ich das beim M2 nochmal ein gutes Stück grenzwertiger oder ein gutes Stück aggressiver wie beim M2 Competition. Ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben, so ein Thema. Ich würde mich freuen, trotzdem, wenn ihr mal drunter kommentiert, wie ihr das seht, ob ihr sagt, völliger Schwachsinn, das ist nicht so, M2 Competition ist deutlich der giftigere, deutlich schlimmer zu fahren, oder ob ihr das genauso seht und sagt, ja, M2 ist definitiv aggressiver, giftiger, bissiger von der Fahrbarkeit her, dass der natürlich nicht schneller ist als der M2 Competition, das ist klar, das sagen die Fahrwärter schon, also da wird man uns was vormachen, aber hier geht's rein nur mal um das Thema Fahrdynamik, wie findet ihr, wie verhält sich welches Fahrzeug? Welches Fahrzeug ist am Grenzbereich oder am Limit des, wo näher zum Thema ist? Wenn noch ein Stück, dann weg, wie der M2 Competition oder der M2. Kommentiert drunter. Ich freue mich auf euch. Ich wünsche euch einen schönen und erholsamen Arbeitstag. Schafft nicht zu viel. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.